Unsere Schule hat insgesamt fast 1500 Schüler in 55 Klassen. So ab Vorschule bis 12. Klasse. Wir sind vielleicht von der deutschen Minderheit noch 3% von diesen 1500 Kindern. Der Rest sind aus rumänischen Familien und sie lernen Deutsch als Muttersprache. Wir haben nicht zwei, nicht drei, wir haben vier, fünf und wir könnten eventuell auch sechs Jahrgänge starten in der Honteros-Schule pro Jahr, pro Einschulungsjahr. Und es gibt auch noch die 12er-Schule, wo mir scheint drei Parallelklassen Jahr für Jahr in der Nullklasse starten. Es ist die zweitgrößte Schule in Rumänien nach der Lenau-Schule aus Temesburg. Und daher brauchen wir händeringend deutsche Lehrer, damit wir alle Fächer in Deutsch auch unterrichten können. Wir haben ungefähr 100 Lehrkräfte. Die meisten, über 80%, sprechen Deutsch, unterrichten, geben Unterricht auf Deutsch. Es gibt sicher Fächer, wo wir noch Lehrer brauchen. Wie gesagt, wir sind eine PASCH-Schule. In der ganzen Welt lernen mehr als 15 Millionen Schüler Deutsch. Und Deutsch gehört zu den meistgesprochenen Sprachen dieser Welt. Unsere Abiturzertifikate sind anerkannt in Europa. Und die DSD-Prüfung bringt noch mehr Wert. Also unsere Kinder können überall studieren, ist kein Problem. Die Schule ist für einen Lehrer, sollte außer der Familie, die man zu Hause hat, der liebste Platz sein. Es gefällt mir alles. Das Kollektiv, die Lehrer, die Kollegen. Meiner Meinung nach würde ich ändern, mehrere praktische Stunden, so wie Physik, Chemie mit mehr praktisch, nicht nur schreiben und studieren. Sie wünschen, Deutsch zur Perfektheit zu beherrschen. Das ist das, was die Schüler und die Eltern sich wünschen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, als Lehrer hier zu arbeiten. Entweder kann man sich anstellen als wie ein gewöhnlicher rumänischer Lehrer. Aber es gibt auch Projekte, dass Lehrkräfte aus Deutschland oder andere Länder hier arbeiten könnten. Kulturweit und MINT sind zum Beispiel zwei der Möglichkeiten, aufgrund derer man den Sprung nach Kronstadt und an eine Schule hier wagen kann. Also, wagt es, es lohnt sich. Kronstadt ist eine wunderschöne Stadt. Kommt her und lehrt unsere Kinder die richtige deutsche Sprache in Muttersprache hier an der Honteros-Schule.